Riech mal meine Maukel. Schnupper mal die Preise hier. Boah. Warum kann ich das? Ach, huch. Die Wade des Todes. Mit der dicken Ader des Todes. Hier kann ich ja einmal ganz kurz durch. Ah, so, hier haben wir Steine. Die. Okay. Ja, das Blöde ist natürlich, jetzt soll ich die jetzt mit ihren eigenen. Was ist, wenn die jetzt wirklich kommen? Oh, apropos, hier wird es ja auch noch Nacht. Ich kann mir da. Ist die da vorne? Ach, das ist eine Anker, okay. Was zur Hölle ist denn hier? Schon wieder so ein Nackiger. Geh weg. Da. Das ist die tödliche Waffe. Hier vorne sind noch so Spikes dran, also die Fußnägel. Was ist das? Ich denke, ich verstehe. Dachte sie und verstand es nicht. Kann ich eventuell aufstehen erstmal? Aufstehen. Einmal. Ja. Okay, bleib mal so. Du musst etwas essen. Okay, haben wir Geld. Medikamente, so wie es aussieht. Einen riesengroßen Anker. Und eventuell kann ich hiermit. Für mich sieht es nämlich wirklich so aus. Es gibt unter anderem ein Spiel. So ein Social-Spiel, das ich im Moment. Was zur Hölle ist das denn? Im Moment spiele und da kann man damit Fische. Hä? Achso, das sind die. Das duftet aber gar nicht gut. Hier. Piek. Piek. Kennt ihr das, wenn die. Oh, Möwen. Das ist eigentlich ganz schön hier, oder? Ich fühle mich sehr sicher gerade. Ich weiß, ich muss essen. Ja, ich sehe es gerade. Ich muss auf jeden Fall essen. Kennt ihr das, wenn die Wale hier ist? Das gab es ja schon ein, zwei, drei Mal, keine Ahnung. Wenn Wale lange am Strand liegen, wenn die also tot angespült werden. Und die dann, wenn man die irgendwo piekt oder nach einer Zeit irgendwie, die entwickeln halt Gase nach ihrem Tod, ne? Wie Menschen auch. Und dann machen die halt so einen Atompups und platzen auf und alles ist voller, ja, Wahlzeug. Weiß ich nicht, hier. Da. Nimm. Macher. Verdammt. Ich dachte, vielleicht habe ich ja Glück und das klappt hier. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie. Naja, auf jeden Fall. Nee, das kann ich nicht. Geht das überhaupt? Vielleicht, warte mal. Was machst du denn da? Was machst du da? Warte, schwimm. Entschuldigung. So, ja, da musste ich gerade dran denken. Vielleicht platzt der ja gleich auch auf. Aber guck mal, die Möwen, die bedienen sich schon, so wie es aussieht. Okay, der, wenn ich mich ducke, schwimmt er automatisch. Dann versuchen wir es mal so. Ich möchte das gerade mal echt probieren. So, wir fischen jetzt. Ich habe einfach keine Ahnung, was ich hier tue beim Spiel. Ne. Cool. Cool. Ja, dann eat something. Oh ja, okay. Mach ich sofort. Machen wir jetzt. Ja, die Sache ist, wie genau und was genau esse ich jetzt? Bin ich hier überhaupt sicher? Ich weiß gerade einfach nicht, ob ich hier bleiben soll. Ich bin so paranoid, weil mir alle gesagt, Scheiben, da hinten. Oh Gott, nein, bitte nicht. Ich bin gar nicht da. Soll ich rennen oder soll ich gehen? Ich renne. Ach, ich habe ja Low Energy. Oh, ich dachte. Nein, hör auf. Oh ja, doch, warte. Hier. Kampf der Low Energy. Da vorne sind sie. Okay, die kriegen mich nicht. Ja. Und sonst so? Ich finde ja die Idee vom Spiel, finde ich echt super. Ist das Holz, das ich mitnehmen kann? Nein. Die Idee vom Spiel finde ich echt super. Ist natürlich noch eine Early Access. Also kann natürlich sein, dass es noch buggy ist. Hier und da ein bisschen. Aber ist ja auch nicht so tragisch. Aber ich habe gehört, und das ist sehr doof, dass man nicht speichern kann. Deswegen muss ich jetzt einfach die ganze Zeit aufnehmen, bis ich irgendwann mal in 10 Tagen, 10 Spieletagen sterbe. Hoffen wir es mal nicht. Und ich werde jetzt hier alles fressen, was mir in den Weg kommt. Und da nicht reinlaufen. Aber warte mal, ist das eine Spinne oder was? Nee. Ja. Ich falle nicht darauf rein, sagte sie und rannte rein. So. Also ich brauche ja immer noch Äste, ne? Also es war jetzt, du darfst wieder aufstehen. Steh auf, mein Junge. Steh auf. Helmut hätte auch gewollt, dass du aufstehst. Okay. Huch.
Okay, ja, okay, ich sehe, ich sehe. Was haben wir hier? Noch ein Stein. Was ist das hier? Oh, es wird dunkel. Oh, verdammt, das ist mies. Ich bin so schlecht. Ich hätte mir eigentlich wirklich was... Kann ich hier raus trinken? Das sieht nicht so aus. Was? Dieser Verfolgungswahn hier immer, ne? So. Ah, wo gehen wir jetzt hin? Das ist natürlich jetzt die Frage. Was ist das da vorne? Und das ist super mies bei solchen Spielen. Ich bin super mies bei solchen Spielen, weil ich jetzt wieder hier hingehe und ich weiß, ich sollte es nicht. Aber wir sehen, auch hier werden wir wahrscheinlich wieder Leichen finden und Proviant. Ja, warum? Ich will das nicht. Okay. Ja. Oh mein Gott, das ist sau viel. Aber mir kommt gerade eine Idee. Das ist vielleicht eine echt blöde... Wow, mich jetzt erschrocken. Boah, geil. Eine echt blöde Idee. Aber ich gehe jetzt mal hier zum Boot und guck mal, ob ich da drauf kann. Ich hoffe, dass ich da drauf kann und nicht hier irgendwie jetzt gerade voll den Quatsch mache. Blöde Idee. Ich mache mir einfach, wenn es geht, würde ich mir einfach hier so ein kleines Lager errichten. Wenn es geht. Und ich weiß, dass ich das Spiel bestimmt total falsch spiele und mich die ganze Zeit blöd anstelle. Aber ist mir auch egal. Mir macht das gerade nämlich total viel Spaß. Ah, super, ich kann da drauf. Boah, klasse. Klasse, oder? Oh, bitte komm, mach keinen Quatsch. Lass mich bitte da drauf. Weil, ja, ich sehe es doch. Ah, super, wie in GTA. Oh ja, wie das... Oh, super. Okay. Ah, Möwen, bitte mach das nicht. Hier ist noch ein... Ja, dann weiß ich Bescheid, wo ich mein Lager errichte. Und zwar nämlich hier. Kann ich denn... Also wehe, ich kann hier drauf nicht bauen. So, hier wohne ich auf jeden Fall jetzt. Kann ich eventuell denn hier ein Feuer machen? Low Energy. Junge, ich habe gerade gegessen. So, Feuer. E. Ja, toll. Ich habe natürlich nicht genug. Ich... Nase. Ich bin so eine Pappnase. Okay, keine Panik. Ich mache einmal Inventar. Und nein, warum habe ich das mitgenommen? Warum? Guck mal, den Kopf haben wir auch mitgenommen. Dabei ist der Kopf da... Ach, weißt du was? Ist egal. Ja, ich bräuchte eigentlich Feuer. Wir haben... Das ist ganz gut, dass ich das gefunden habe. Toll. Das würde es ja echt, wenn ich jetzt speichere, ist das alles wieder weg. Deswegen werde ich jetzt einfach mal total dreist hier so einen Riegel essen. Und noch ein. Was trinken. Und Escape drücken. Oh. Okay. Also, ich brauche Sticks und ich brauche Leaves. Dann gucken wir mal ganz kurz. Ah ja, es kann nicht. Also, ich bin mir eigentlich fast ziemlich sicher, dass ich hier eine falsche Entscheidung nach der anderen treffe. Aber das ist mir egal, wirklich. Denn ich werde mir einfach hier ein Haus bauen. Auf dem Boot. Ein Hausboot. Nein. Machen das mal. Kann ich das hier? So, dafür brauche ich 33 Leaves und 16 Sticks. Das da vorne gefällt mir irgendwie gar nicht. Vor allem, woher hat der bitte die Taschenlampe? Ich kann nicht ransehen oder so, ne? Nein, leider nicht. Schade. Das gefällt mir gar nicht. Die sieht mir auch viel zu modern aus. Also, die kommen gefährlich nah gerade. Ich hoffe mal, die bleiben da. Die suchen mich, aber die sehen mich ja nicht. Wenn ich mich hier hinter dem Ding verstecke. Und mich dabei ducke. So. Na toll. Ich will da doch ein bisschen Muffensausen, muss ich sagen. Also bitte komm nicht... Nein. Ach, das ist scheiße. Obwohl, da liegt auch ein Totenkopf. Das heißt, die... Ja, nee. Komm, bleib da bitte. Mach keinen Quatsch. Du kannst nicht ins Wasser. Das ist nass und böse und kalt. Och, kannst du nicht ins Wasser? Hör mal auf, da zu fallen. Jetzt nicht, bitte. Mach mal die Hand kurz weg. Oh, ist trotzdem so schön. Ja, verdeck den bitte. Der nervt mich nämlich. Ja, ui. Da ist er wieder. Ja, geil, ne? Ja, ist scheiße, Leute. Die Möwen sind meine Freunde hier. Die beschützen mich auf jeden Fall. Und ich werde Helmut finden. Ich werde Helmut auf jeden Fall finden. Und wenn er tot ist, werde ich ihn rächen. Aber ich denke jetzt einfach... Verdammt, das sind so viele gerade. Ich denke jetzt einfach mal, dass Helmut noch lebt. Ich glaube, die trommeln sich gerade zusammen.
Ey, bitte, ich hab grad so dreckig gelacht. Bitte bleibt auch da. Es bleibt spannend hier bei The Forest. Es ist gerade dunkel und ich werde mich erst vom Fleck bewegen. Es ist mir völlig egal, was ihr sagt, wenn die Viecher da natürlich weg sind, weil die... Nein, wer ist denn im Wasser? Das wird... Okay, das... Okay, es gibt Probleme. Ja, toll. Davon habe ich nämlich gehört und das ist ein Riesenproblem. Ich drehe mich jetzt nicht um. Hallo? Toll. Ein tolles Haus. Da kommen sie alle. Das sind mir vielleicht ein paar. Aber jetzt heißt es Ruhe bewahren. Einmal kurz untertauchen. Und da vorne, auf der anderen Seite, da vorne haben wir auch noch so ein... Oh. Hey, was machen die da? Ich sollte mir das später nochmal näher ansehen. Aber jetzt nicht. Ich kann nämlich unter Wasser laufen, wie wir gerade hören. Nein, nein. Das Blöde ist, bei solchen Spielen, die ich wirklich gut finde, da will ich mich auch nicht drüber lustig machen. Es ist halt aber eine Alpha und es ist ein bisschen verbuggt. Und das ist ja nicht böse gemeint. Oh. Mir geht es nicht gut. Möchte ich nur mal festhalten. Kann ich auch schneller? Nein. Ich glaube, wir werden das hier nicht überleben. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich was im Wasser, was ich mitnehmen will. Tada. Was auch immer das jetzt war. Ach so, Fisch. Okay. So, dann werde ich mal ganz kurz Fersengeld geben. So. Ich kann da nichts für. Es lag darum, ich habe es mitgenommen. Ich frage mich ja auch, wie groß die Map ist. Es wäre natürlich mehr als genial, wenn die so groß wäre wie in DayZ zum Beispiel. Und was ist das hier? Das ist auch ganz schön, ne? Huch! Ist da jemand hinter mir? Ich möchte gerade nicht nachgucken. Aber es hört sich doch sehr so an. Ja. Ich laufe mal einfach weiter. Dem wird schon irgendwann langweilig. Also ich möchte auf jeden Fall... Ich fühle mich hier gerade nicht so wirklich sicher. So, da hinten? Scheiße. Ich brauche auf jeden Fall immer noch hier Sticks und so. Und ich sollte wirklich mal sammeln. Nein, ich will keinen Stein. Ich hoffe mal, ich kann mir hier auch irgendwie nochmal so einen Feuerpunkt setzen. Aber die können bestimmt nicht klettern. Deswegen gehe ich jetzt mal hier hoch. Boah, das sieht aber auch richtig gut aus. Ich habe das Motion Blur, habe ich glaube ich auf Low gestellt. Weil das, es gibt ja ziemlich viele Leute und ich habe das auch ab und zu mit dieser Motion Sickness. Da wird mir so ein bisschen übel irgendwie. Erstens habe ich das deswegen gemacht. Und zweitens, weil es einfach so, finde ich, besser aussieht. Also mit diesem Motion Blur ist es natürlich, ja, realistischer könnte man sagen. Aber ich mag das doch so, wie es jetzt ist. Aber der Rest ist auf High und Anti-Aliasing habe ich glaube ich... auf normal gestellt. Weiß ich jetzt gar nicht. Müsste ich gleich mal gucken. So. Jetzt ist ja wieder eigentlich ganz, ganz sicher. Ne, wir sind sehr weit vom Flugzeug entfernt, glaube ich. Und ich finde einfach zum Verrecken keine Äste. Oder ich übersehe die auch die ganze Zeit. Da bin ich mir ja sogar fast sicher, ohne dass ich es weiß. Steine. Was ist hier wieder? Ach, das ist doch nicht euer Ernst. Weg damit. Steine? Ja, da hinten. Ich weiß Bescheid. Ich habe so Paranoia hier gerade, dass hier irgendwelche Fallen auf mich lauern. Dass sie mich holen kommen. Oh, was ist das da vorne? Okay, das war... Ja, es ist... Man könnte echt sagen, es ist so ein Singleplayer-Daisy, so ein bisschen. Was ist das denn? Nein, weg damit! Quatsch immer hier. Und darum findet man irgendwelche Köpfe oder... Aber meine Mauke-Waffe habe ich ja noch. Ich glaube, ich kann die auch nochmal ausrüsten. So, hier habe ich mal einen besseren Überblick. Gucken wir mal, was haben wir hier. Wir haben hier... 1000 Steine und ich weiß nicht, was es war, aber hier haben wir was zu essen. So. Ja, da hinten, ich gehe jetzt, glaube ich, nicht mehr zum Boot.